Hallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play OMSI 2 auf der Gladbeck 2016er Map mit dem O530 Zitaro mit dem Morphe Sounds und dem Vestige Repaint auf der Linie, auf der Taxibuslinie 256 nach Bottrop Eigenmarkt. Ja, wir haben einen sehr umweltfreundlichen Bus mit Euro 2. Schon ein bisschen älter das Ding. Ja, und so sieht er aus. Ist halt das klassische Vestige Repaint. Ja. Oder Vestige Repaint. Machen wir den Blinker an, so. Ja. Genau. Ich mag den Bus. Von innen. Ist eine relativ kurze Linie, aber die reicht für eine Folge. Spule ich noch mal eine Minute vor und dann können wir losdonnern. Hallo. Hallo. Komm rein, Oma. So, hier einmal links abbiegen. Da kommt nichts. Sehr eng aus hier. Also doch gut, dass ich einen kleinen Bus genommen habe. Also auf der Rückweg der Linie nehmen wir, glaube ich, den neuen Stelle. Bus. Ziegeleistraße. Was hat das mit diesem Taxibus auf sich? Heißt das, dass man dafür einen engen Bus nehmen soll, so einen ganz kleinen, oder wie hat das? Was bedeutet das hier? Taxibus. Verstehe ich nicht ganz. Ich verstehe das mit dem Taxibus nicht. Kann ja mal einer in die Kommentare schreiben, der das versteht. Oder der das auch weiß. Nicht nur hier irgendwelche Spekulationen. Kein Spekulatius. Und die Anzeige ist wieder verbuggt. Der zeigt mir an, dass man aussteigen will, obwohl das gar nicht so ist. Oder fährt hier, wahrscheinlich fährt hier auf dem Taxibus gar nicht die Westische, ne? Urbanreisen stand da irgendwie. Welches ist das Repaint von Urbanreisen? Muss ich mal gucken in der nächsten Folge. Ich bin nur eine Aushilfe hier, ich bin euch als Westische Busfahrer hier. Sind das nicht die grünen, die Urbanreisen-Dinger? Werden wir gleich sehen, beziehungsweise in der nächsten Folge dann. Komm mal kurz. Ach guck, da ist das Repair, das Repaint, da ist das Depot vom Urbanreisen. Dings. Das was mit Gladbeck zu tun? Nee, das ist Bottrop. Das ist Bottrop hier, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich mag aber den ZF-Sound von dem Bus.
glaube, ein kleiner Bus war auf jeden Fall die richtige Wahl. Ich habe leider auch kein anderes Repaint für diesen Bus. Nur westische Repaints. Und halt mit Werbung. Vielleicht kann ich mir den Bus nochmal mit Bugestra downloaden. Und mit Urban reisen. Einfach das richtige Bugestra, nicht Gebuster oder wie der heißt. Hier im Spiel. Gebuster heißt das, ne? Gebuster heißt es hier. Im Spiel hier. Im Meta. So. Haben wir hier eine Haltestelle überhaupt? Ne? Ach, ne. Warum stehen die mitten auf der Straße? Ist gefährlich hier. Achso, hier hält auch noch ein anderer. Achso, die 91 hält ja auch. Stimmt, das kommt mir bekannt vor hier. Achso, hier ist eine Busspur. Moin, Herr Kollege. Nächste Haltestelle. Kaufpark. Er hat wieder einen neuen Bus, ne? Ich glaube, hier fahren auch nur neue Busse in der AI-Liste mit. Als KI. Also die Busse kommen in die AI-Liste. Das hier auch die anderen Busse hier, die 530er rumfahren. Und Solaris muss ich auch mal mit reinpacken. Bäuerbrücke. Über die Bäuerbrücke musst du gehen. Und darum wird das Lied jetzt auch umbenannt. Nicht selber die Stelle. Und über die Bäuerbrücke musst du gehen. Hoppla. Das war Lackanstein. Mir schon wieder einen Scheiß zusammengefahren hier. Da habe ich einen kurzen Anblick. Ein Dankeschrei. Ein Dankeschrei ausgerufen. Hoppla, hoppla. Habe ich den wegrasiert? Nee. I hope not. Okay, habe ich. Tut mir sorry. Das wollte ich nicht. Fast den Wagen weg, also wir haben schon wieder eine. Nächste Haltestelle. Bottrop, Bäuerbrücke. So. Ach so, das war's schon. Das ist ja prima.
überlege gerade, ob ich die Rücktour einfach mit dem Bus wieder fuhr. Aber nee, ihr wollt ja auch ein bisschen abwechseln, liebe Leute. Wo kann ich denn jetzt mal meinen Bus parken? Kenne ich irgendwie wieder hier. Und die Kreuzung ist scheiße, das weiß ich auch. Er nimmt den Rückwärtsgang nicht an. Warum fährt er mir denn einfach rein? Da war ich ja wohl nicht schuld, ne? Und da war ich schuld. Oh, und da war ich auch schuld. Hoppla, hat keiner gesehen. Ja, wow. Mein Lenker ist kaputt. Wow. Jetzt habe ich den auch noch abgehört. Eieieiei. Ich fahre hier gerade alles kaputt. Ach so, hier ist der Wendepunkt und wenn ich dagegen fahre, fahre ich dagegen. Ist logisch, ne? Wenn ich dagegen fahre, fahre ich dagegen. Aber. I don't understand this. Warum geht das nicht? Ich verstehe hier nichts mehr. Aber wirklich nulli. Okay, Bus im Arsch. Okay, dann können wir den Bus vielleicht doch nicht nehmen. Für die Rücktour. Okay, ich würde trotzdem sagen, das war's mit der Folge, liebe Leute. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Tja, wenn nicht, dann, ja, dann muss ich damit leben, ne? Aber auch ein Abo würde mich freuen an die neuen Leute, die mich noch nicht, ja, abonniert haben. Und, ja. Ich will eben kurz den Bus aus. So, Solo ZF. Urban Reisen Repaint. Das ist das Grüne, ne? Nee, das sieht aus wie das Westische Repaint, als wenn die sich abgesprochen haben. Wie heißt die alte Stelle? Alte Stelle. Die alte Stelle, wie heißt die? TB256. TB256, wo ist denn das? Mein Gott. Warte, wir sind von Joskirche nach Dattel, nee. Egal, ich beam mich mal auf den Betriebshof, dann fahren wir da zu Fuß hin. Also im Bus, nicht zu Fuß. Machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ja, jetzt zeige ich euch einmal kurz den Bus. Ja. Das ist der Bus, Urbanreise auf der Höhe, bla bla. Ist quasi der westliche Bus, nur halt hier steht Urbanreisen. Boah, krass. Und hier steht Urbanreisen. Hier hat er nur einen schwarzen Spiegel. Finde ich aber schöner so. Ja, was hat er noch jetzt? Hier diese kleinen Lichterteile, da wie heißen die Teile? Komme ich nicht drauf.
Warum ist das hier in Hamburg nicht so? Dass einfach alle einen Repaint haben oder eine Lackierung, nicht Repaint. Repaint echt wäre Blödsinn, ne? Hört sich zumindest bescheuert an. Okay, tschüss oder bis zum nächsten Mal.